Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Bud Spencer. Und zwei Fäuste für den Junkfood-Guru. Zwei Fäuste für einen Junkfood-Guru, Bud Spencer. Und da fehlt dann noch wer. Wer fehlt denn? Da. Er darf nicht fehlen. Wir haben den fantastischen Bud Spencer und Terence Hill. Terence Hill heute Woo! Im Test. Bist du eigentlich mehr Team Bud oder mehr Team Terence? Zu meiner Schande. Ja, hast du keinen Nie Film gesehen? Geguckt. Du, wo bist du groß geworden? Hast du nicht Bud Spencer kennengelernt? Nee, das Ding ist, ich bin im Harz groß geworden. Ich komme aus Ostdeutschland. Ah. Aber da war sehr beliebt. Mein Opa hat immer geguckt und ich habe immer so nebenbei Banana Joe und so gesehen. Aber nie aus Überzeugung selbst geguckt, muss man Wie mal dazu sagen. Cool. Ist es nicht das perfekte Geschenk zum Vatertag? Ja, auf jeden Fall. Chips, Terence Hill und Bud Spencer mit Baked Beans Bud und mit Spicy Chicken Terence Hill. Aber guck mal, sind das extra Sorten dafür? Ja, die sind extra zum... Ich finde, es ist das perfekte Vatertagsgeschenk, ihr Lieben. Ich habe mir die heute auch von einem lieben Bloggerkollegen aber zuschicken lassen, von einem Bob von Foodshow. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich mir einer von Chio zuschicken lassen und dann habe ich sie heute auch schon verteilt. Und die gibt es tatsächlich auch für alle anderen heute bei Netto im Angebot. Da gehe ich ja mal hin. Bei Netto im Angebot. Finde ich total cool. Und ja, wir gehen zu Netto und holen uns noch ein paar Bud Spencer und Terence Hill Chips. Wenn ich die Tüte in der Hand halte, dann sehe ich die beiden. Ich habe die... Serie, weil ich die Filme so geliebt. Ja, vier Fäuste für ein Halleluja. Ich fand es immer toll. Die konnten einfach sich so, machen wir auch. Wachsam mal. Ohne Vorwarnung. Konnten sich einfach so auf die Fresse hauen und haben damit alle Probleme gelöst. Ich habe das als Kind geliebt und ich bin trotzdem nie gewalttätig gewesen. Ich fand es einfach nur cool, dass man so mit Peng, Pau einfach alle Probleme lösen konnte. Der Gewaltkugel hier. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum die Leute überhaupt noch Probleme hatten in den 80ern. Einfach nur Peng, Pau machen, alles gelöst. Fürs Haus abbezahlen, Apotheke, brauchst du gar nicht irgendwie, geht einfach hin. Zack, Peng, Pau. Ich fand es toll. Ich dachte auch immer, ich habe immer darauf gewartet, wenn ich mit meinen Eltern essen gehe, dass wir eines Tages mal nicht die Rechnung bezahlen, sondern einfach den ganzen Laden auseinanderschlagen. So. Das fand ich auch immer so lustig zwischen den beiden. Ja? Ja, aber es hat trotzdem, es hat mich nicht zu einem gewalttätigen Menschen gemacht. Schaut mich an. Ich bin ein Lauch. Trotz Bud Spencer und deren Film. Vielleicht sind wir auch zwei Lauchs für ein Halleluja, Christopher. Komm, ja, auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, mit welchem Filmtitel ihr uns beschreiben würdet. Zwei Lauchs drehen auf. Geil, lassen wir die Chips testen, oder? Ja, lass uns natürlich. Ich hab Bock auf diese. Nee, ist auch gut. Guck mal hier. Zwei Minuten ohne Inhalt. Ah, die schrecken mich. Komm, wir essen jetzt die Chips. Ja. Die Leute wollen Unterhaltung. Ja, komm, wir gucken einmal rein. Oh, die sehen erstmal aus wie normale Chips. Wollen wir beide eine Sorte testen? Oder? Ja, wir testen beide eine. Ne? Ich mache die jetzt in den Mund und du isst die aus meinem Mund. Ja, raus. Bestimmt. Ah, was essen wir denn jetzt? Ach, jetzt essen wir erstmal die Spicy Chicken. Also Chicken Wings. Quasi. Mhm. Mhm. Ja. Ich mag solche Kartoffelchips ja echt ganz gerne. Aber? Ich habe heute die Kamera extra so ein bisschen schräg aufgestellt, ein bisschen Dynamik. Aber. Echt? Ist lecker. Scharf, ein bisschen scharf. Mag ich, du machst ja nicht so gerne scharf, ne? Nö, geht aber. Geht aber. Das ist jetzt aber kein Snack, den ich abends essen würde, weil es mir zu scharf ist. Da kannst du noch was für dich. Terence Hill Chips? Finde ich okay. Ist okay, aber nichts Besonderes, ne? Nee. Hat man schon mal irgendwo mal gegessen. Ja, schmeckt tatsächlich schon wie Paprika-Chips so ein bisschen auch. Ja. Und wird gerade hinten dran, wie klassische Paprika-Chips, ein bisschen würziger, ein bisschen schärfer. Ganz nice. Punkte gibt es später. Und ja, dann gucken wir mal, was der Bud so bieten hat. Ich bin auch gespannt. Das ist ja wieder ein bisschen eine gesonderte Sorte, ne? Baked Beans. Baked Beans klingt schon sehr... Oh, die riechen aber... Hast du diese Frühstücksbohnen? Ja. Ja, oder? Ah! Stimmt, die du aus England kennst, die Baked Beans mit Tomatensauce, ne? Ich hab eigentlich... Bam! Oh, die sind aber geil. Oder? Die finde ich aber gut. So einen Geschmack habe ich noch nicht so oft gehabt. Also dieses Chicken habe ich schon mal irgendwo bekommen, also irgendwo erlebt. Mhm, stimmt. Chicken schmecken noch. Obwohl, die schmecken ganz schön krass nach Ketchup-Chips. Ja. Und das unterschreibe ich direkt. Das finde ich ziemlich lecker. Ja, ja. Da gibt es auch diese Pombeeren-Ketchup und ja. Pringles-Ketchup, so ähnlich. Ja. Das in die Richtung. Genau. Okay. Die machen Spaß, ich weiß nicht, die Bohnen. Bohnen sind ja so fest. Jetzt hört das wieder nicht mehr auf, dass du aufhören kannst zu essen. Mega geil. Da muss man ganz klar sagen, Bud steht Terence Hill im Geschmack. Mhm. Oder sorry, Terence. Ja, sorry, Terence. Baked Beans schmecken einfach geil tomatig. Ja? Ja, ich finde, die sind richtig, die hole ich mir nachher. Ja. Die finde ich wirklich super.
Wir empfehlen Bud oder auch euch beide. Eigentlich kann man beide kaufen, weil ich finde, ja, man muss. Ich glaube, wenn man Fan ist, kann man sich die kaufen, ins Regal die stellen. Tüten aufheben, also leer machen und dann die Tüten mit einer Nadel an die Wand hängen. Ja, das ist eine coole Idee. Ein schönes Sammlerstück, eine mega geile Idee. Ich hätte fast geheult, als ich ihn erstmal gesehen habe auf Instagram. Und freue mich, dass ich sie heute testen konnte. Und wie gesagt, im rot-gelben Netto bekommt ihr dem Angebot. Im Internet könnt ihr die garantiert auch irgendwo bestellen. Und wo ja, gibt's denn jetzt? Rot-gelber Netto ab heute. Für wie viel? Ich glaube für genauer Preis 1,39 Euro oder 1,79 Euro auf jeden Fall im Internet. Aber die hole ich mir nachher. Ja, haltet Ausschau. Und? Ja, die Chicken. Ach ja, 7 von 10. Guck mal, gut, dass ich dabei habe. 9 7. von 10. 7 von 10 für Chicken bin ich komplett dabei. Und Bud gebe ich auch 9. Geile Chips. Ihr Lieben, das war's von uns. Schaltet ein, wenn es bald wieder heißt. Juhu vom Guru und von Chris. Ey, apropos. Podcast. Wir haben einen Podcast. Wollen wir mal einen Link in die Bio machen? Mach ich. Wir verlinken unseren Podcast. Wir haben einen schönen, wir unterhalten uns über ganz viele tolle Themen. Folgt uns. Ja, stimmt. Gute Idee. Folgt uns mal auf Spotify. Bis später. Tschüss. Bis später. Abonniert den Kanal, aber erstmal auf Spotify. Ist noch auch cooler. Auch bei mir. Auch bei Chris auch noch. Ich schon Chris. Oh Gott, so viele Sachen, die man hier machen soll.